Hallo und herzlich willkommen zurück zum Fluch von Nax Ramas. Mit Kai. hi, wie geht's euch? Wir spielen heute wieder ein bisschen Hearthstone. Und zwar hatten wir letztes Mal ja zumindest versucht, diesen hässlichen Arachniden, Mexner, Blub, Gedöns zu besiegen. Weil wir ja ganz gerne diese Karte haben würden. Weil ich die persönlich ziemlich geil finde. Vernichtet jeden Diener, der von diesem Diener verletzt wurde. Sexy Maxi wollen wir auf jeden Fall haben. Deswegen probieren wir es jetzt einfach nochmal, dieses hässliche Spinnengetier zu töten. Und zwar habe ich mir überlegt, dass das eventuell ganz gut gehen könnte mit meinem Kriegerdeck. Ich erkläre euch gleich während des Spiels vielleicht ein bisschen warum. Vielleicht liege ich auch einfach komplett daneben mit meiner Meinung. Ich habe das Gefühl, dass ich mich weil der hat mir ja viel so Mini-Schaden rein... Oh. Mexner. Wie er mich unterbrochen hat. Sieg oder Tod. Oh, weil der hat mir viel so kleine Mini-Attacken mit Schaden, immer so zwei Schaden reingedrückt. Und mit ihm kann ich mir eben so ein Schild basteln, dass ich quasi die zwei Schaden einfach abwehre. Finde ich ganz gut. Nochmal einen kurzen Schluck getrunken. Au? Achso. Okay, ich kann noch nichts machen. Das war's. Jetzt kann ich zwei B mir erstmal zwei Rüstungen machen. Rabam. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich hoffe ja, dass wir es diesmal schaffen irgendwie, ne? Jedes Mal, wenn ihr einen Diener macht, hält dieser Ansturm. Ja, nicht verkehrt. Das war's. Greift an! Oh, jetzt fängt der damit wieder an. Okay. Upsala, entschuldigt bitte. Fügt einem Diener zwei Schaden zu und zieht eine Karte, wenn er überlebt. Nee, finde ich jetzt nicht so geil. Natürlich wirft er mir die direkt wieder auf die Hand zurück, war ja klar. Wunderbärchen. Okay. Oh, jetzt habe ich den sogar zweimal. Wobei, der wird mir den sowieso wieder auf die Hand drücken, was von daher. Nee! Okay. Sehr schön. Ja, so gefällt mir das schon. Zumindest ein kleines bisschen besser. Oh, jetzt juckt mein Auge. Ei. Au. Okay. Verursacht was? Zwei Schaden. Dann könnte ich dieses fette Missgeburten-Ding wegmachen. Das ist ganz cool. Bam. Bam. Oh, okay. Ja gut, das geht ja noch. Das geht ja noch. Da ist meine Karte. Habt ihr die Musik gerade gehört? Krasser Scheiß, Alter. Auf jeden Fall ist das die Karte, die ich ganz gerne hätte. Oh. Fick der, bla. Cool, das heißt, ich könnte jetzt... Vielleicht kriegen wir den ja tot. Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Genauso wollten wir das haben. Okay. Dann haben wir noch Ansturm oder... Oder ihn. Ich bin bereit. Ja. Alter, nein, ich musste den jetzt angreifen. Egal, dann machen wir das so rum. Zack. Zack. Okay. Jetzt haben wir zwar viel verloren, aber von ihm auch viel zerstört. Das war, glaube ich, ein ganz guter Tauschhandel. Wunderbar. Na, die können mir nichts. Oh. Die können ja überhaupt nichts. Die Tore sind geöffnet. Erstmal wieder spotten, das ist ganz wichtig. Oh,
Das habe ich ja komplett vergessen, dass er das noch kann. Oh gut, das kann er mir nicht. Alter, wie viel macht er denn wieder hier raus? Oh. Aber das ist genau das, was ich meinte. Machen wir so Mini-Schaden, wisst ihr? Ich habe da jetzt leider auch nicht viel, was ich dagegen machen kann. Im Moment. Ich kann es eigentlich nur immer wieder probieren. Jedes Mal, wenn ihr ein Dino. Okay, das könnte ich ja nächste Runde mal probieren. Mit dem Ansturm. Das war's. Dass ich dann quasi viele Karten rauswerfe, die alle Ansturm haben. Ja, okay, natürlich. Bitteschön, dankeschön. Okay, zumindest habe ich, glaube ich, eine Idee, was ich als nächstes Deck ausprobieren werde gegen ihn. Sollte ich das jetzt hier nicht schaffen. Und zwar wird das sein... So, schau mal. Wenn ihr einen Andino erhält, dieser Ansturm. Okay, ja, machen wir das doch. Nein, falsche Karte. Das hier. So, machen wir ihn. Dann werfen wir ihn hier raus. Und, ne... Dann, aber, wen greifen wir denn an? Ihn hier. Bam. Dann machen wir noch eine von diesen hässlichen Spinnen weg. Ah, warte mal, ich habe jetzt zwei Karten gekriegt. Sehr nice. Dann hauen wir mal. Das geht natürlich nicht. Ein von denen weg. Das war's. Swift. Ja, okay. Wunderbar. Vernichtet einen Gegner. Au. Okay, das ist natürlich jetzt mega geil. Achso, warum ich mir überlegt habe, dann vielleicht mal so ein Magier-Deck zu nehmen. Weil Magier hat viele so Sachen, die so... Flächenschaden machen, das heißt allen Gegnern einen Damage oder so, und dann wären schon mal drei hier auf jeden Fall aus dem Spiel. Was bist du? Spott. Das Ding ist, wenn ich jetzt wieder spotte, wirft er mich einfach wieder weg. Das ist ja auch scheiße. Egal, müssen wir mal, geht ja nicht anders. Jetzt haben wir noch vier. Pass auf, dann mache ich nochmal Spott. Dann kann er mir zumindest nur einen davon wegwerfen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ah, und ich kann auch direkt angreifen. Ich glaube, ich muss mich einfach darauf konzentrieren, ihm volles Brikett ins Gesicht zu hauen die ganze Zeit. Ich glaube, alles andere hat wenig Sinn. Für den Krieg zum Clan. Ja, keine Ahnung. Weil er spottet generell nicht, glaube ich. Ja, okay, das war natürlich sein hässliches Gift. Er haut den Meeresriesen wieder raus. Nein, ich glaube das nicht. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, toll, was mache ich jetzt gegen den Wichser? Oh, Waffe plus 2 angewählt, einzelne. Okay. Ja, gut, wir hätten jetzt nichts. Nein, warte, ich habe noch Spott. Die Tore sind geöffnet. Ich glaube, er hat mich trotzdem gebumst. Nächste Mal. Ich kann mich hier nur noch mal einbasteln hinter meinem Schild, aber... Also wenn er den jetzt mit angreift. Oh, oder so, dann habe ich sowieso verloren, alles klar. Ist das eine nervige Fähigkeit von ihm? Unglaublich. Oh, Sternchen über meinem Kopf. Der hat mir ins Gesicht getaucht. Okay, verfolgen wir meinen Plan und nehmen mal die Magierin.
Ich habe ja eben schon erklärt, warum, ne? Mal schauen, ob das noch wirklich Jada so hinhaut. Maxner! Maxner! Jihihi! Klick, 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 klick. Ihr habt es so gewollt. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Hab ich lange nicht mehr gespielt, meine Magierin. Fällt mir gerade ein. Ja, super. Hab ich gerade weggeworfen, krieg ich ihn direkt wieder. Nee. Egal, Lepra genommen. Klär das bitte. Schalalala. Verursacht 6 Schaden. Ins Gesicht. Da, 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 ich habe gute Laune. Okay, du Lebraspacken. Umarmt mich lang und fest, Mama. So, wann? Einen kann ich nur töten. So. So ein Feuerball, Junge. Scharf aber nicht. Boom. Das war's. Ich konzentriere mich jetzt darauf, den so schnell wie möglich einfach platt zu hauen. Alter, er mit seinen. Hier, das ist das, was ich meine. Wenn ich den töte, kommen wieder zwei neue und dann kommen wieder zwei neue und der verbreitet sich einfach wie eine Seuche. Naja, gut. Stellt bei bla, erhält bla. Das bringt mir alles irgendwie nur so mittelprächtig was. Also das Schaf spare ich mir auf jeden Fall auf, wenn er nachher wieder seinen komischen Ozeanriesen rausholt. Geht hinter mir in Deckung. In der Zeit kann ich jetzt nur hoffen, dass er nicht direkt wieder hier seine hässliche Fähigkeit benutzt und den mir wieder auf die Hand zurückwirft. Okay, natürlich. Was rede ich überhaupt? Ich meine, es gab eine Fähigkeit, die allen Gegnern auf dem Schlachtfeld zwei Schaden. Warte mal, ich hab da meinen Baron. Geil. Verursacht 3 Damage ist auch schon mal nicht so verkehrt. Jawohl, ja. Cool. Ich kann nämlich schon mal die eine Spinne hier weghauen. Alter, das habe ich vollkommen vergessen. Egal. Cool, dann kann ich nächste Runde, glaube ich, hier meinen dicken Baron rausholen und der cleart dann sein Feld erstmal. Oh, du hässliches Schlickspucker-Gedöns. Ja. Alles cool. Alter, wie viel? Ehrlich gesagt hoffe ich, dass das aufgeht, was ich hier vorhabe. Ich bin mir nämlich gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal einiges gebracht. Alter Verwalter. Natürlich wirft er ihn mir wieder auf die Hand zurück. Fuck. Bin ich nämlich schon wieder in der Zwickmühle, dass ich mir was überlegen muss. Sonst bin ich nächste Runde nicht mehr vorhanden. Okay, ich habe eine Idee. Nee. Dann ziehe ich ihm hier einen Schaden ab. Nein, das bringt ja gar nichts. Oh. Fuck, wenn ich jetzt gedacht. Oh, scheiße. Na okay, ich habe vergessen, ich muss ja ihn für ihn auch noch bezahlen, ne? Ich hätte gedacht, wenn ich ihn jetzt rauswerfe, dann habe ich zumindest schon mal. Ist nur noch der hier auf dem Schlachtfeld, aber nein, natürlich habe ich komplett vergessen. Dass es so ja jetzt nicht mehr funktioniert. Na toll, das habe ich natürlich verloren. Aber ich glaube, Leute, ich glaube, das Zauberer-Deck ging auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Ja, komm, wir gucken uns das jetzt mal an und schauen, ob wir da noch was machen können. Meine Sammlung. Neues Deck. Das nenne ich. Kann ich natürlich nicht benennen, ne? Wieso kann ich das Deck nicht benennen? Oder kann ich das am Ende machen? Upsala, entschuldige bitte.
Gut, das hier wollen wir haben. Dann möchten wir das auf jeden Fall haben. Das wollen wir auch haben. Friert alle feindlichen Diener ein. Alter, ist natürlich auch gute OP, ne? Wenn man es richtig einsetzt. Fügt allen Verlierern. Alter, okay. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu viele Zauberkarten mir hier nehme. Habe ich 13. Okay, das sollte eigentlich reichen. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch ein paar. Ich könnte natürlich voll auf Spott gehen. Und dann einfach mich die ganze Zeit spotten. Und ihn dann versuchen, mit diesen Attacken klein zu halten, beziehungsweise ihm ins Gesicht zu hauen. Obwohl, ich sehe schon kommen, das wird nicht funktionieren. Egal, probieren wir es aus. Ich meine, was kann schon passieren? Den nehmen wir auch mit rein. Oh, warte mal. Gottesschild. Naja, das ist kacke. Das ist kacke. Jetzt haben wir noch 5. Noch ein paar dicke mit Spott. Ihn nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Was nehmen wir noch mit rein? Schauen wir mal bei den Zaubern. Ruft 2 Diener mit 0202 Spott herbei. Auch cool. Ja, beste, dann haben wir unser Bubble, nein, nicht Bubble, unser Spott- und Zauberdeck fertiggestellt. Ich bin extrem gespannt, das mal zu benutzen. Weil, oh Alter, keine Ahnung, ich habe noch nie gesehen, dass jemand sich nur gespottet hat. Also nur verteidigt hat und dann nur mit Zaubern agiert hat. Naja, ich bin gespannt drauf. Ob das funktioniert oder nicht, seht ihr dann, wenn ich das nächste Mal wieder Hearthstone anschmeiße. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und hoffentlich sehen wir uns dann wieder. Haut rein!